Gleich hinter der evangelischen Kirche von Elisabeth Fehn gab es am ersten Ostertagabend ein Osterfeuer. Viele waren gekommen, um dieses Spektakel mitzuerleben. Für das leibliche Wohl sorgte das Pastoren-Ehepaar Wiebke und Thomas Perzul. Aber auch das Entzünden des Osterfeuers wurde von Thomas Perzul persönlich vorgenommen. Was erst als kleines Zündlein emporflackerte, wurde ganz schnell durch die Trockenheit der letzten Tage zu einem extremen großen Feuer. Hier wurde eine Inspizierung rund um das Feuer vorgenommen. Und dann war es soweit. Die leckere Bratwurst war fertig und jeder konnte zugreifen. Sahen die lecker aus. Dann kam der Appetit von allein. Und so kam es. Durch die anhaltende Trockenheit war alles dann schnell zu Ende und alles war heruntergebracht.